Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute steht wieder ein Full Day of Training an. Ich nehme euch mit, wie ein Trainingstag bei mir in der Woche aussieht. Das erste fängt bei mir an mit Warm-up vom Laufen gehen. Die erste Einheit ist Laufen. Ich mache mich immer sehr gerne, immer so 3 Minuten ungefähr, ein bisschen mit dem Springseil warm. Einfach um die Fußgelenke, die Waden, einfach ein bisschen den Puls hochzukriegen. Danach dehnen wir uns noch ein bisschen an und dann fangen wir auch schon an zu laufen. Erstmal hier diese Verhakung. Let's go. Normalerweise packe ich mein Springseil immer ins Gebüsch, bevor ich laufen gehe und hole es dann später ab, aber diesmal nicht. Nicht, dass die Leute mein Versteck sehen. So Leute, der Lauf wird heute ein bisschen länger sein. Ein paar Kilometer sammeln. Nach meiner Verletzung habe ich jetzt noch nicht so mit Intervallen angefangen, sondern erstmal das Volumen ein bisschen hochfahren. Und ja, ich würde sagen, wir starten die Uhr. Let's go. So Leute, Lauf's geschafft, 21 Kilometer in 4,47, ich blende die Pace mal hier ein, genau, hab die genauen Daten. Ich habe eine geistkranke Blase bekommen, glaube ich, ich muss mal gleich gucken, aber bevor ich gucke, springe ich noch ein bisschen aus mit Springseil, so 3 Minuten. Ich bin zwar ein bisschen schneller gelaufen, als ich eigentlich wollte, aber ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen. Aber egal, war gute Einheit. Zweiter Halbmarathon nach der Verletzung. Hat sich gut angefühlt, also auf jeden Fall keine Schmerzen mehr, das ist auf jeden Fall schon mal was Gutes. Jetzt gucke ich mir kurz mal gleich die Blase an, was für ein Stand die ist. Und danach fahren wir ins Gym, Schulter, Arme stehen an. Da sehen wir uns gleich bei der zweiten Einheit und bis gleich. Digga, hier sind so viele Mücken. Ich weiß nicht, ich glaube, die kommen, weil ich stinke, wa? Durch den Schweißgeruch. Hole, ja. Ja, ist okay. Ist okay. Man sagt ja, was sagt man immer, wenn man eine Blase hat? Entweder Salzwasser tut gut, Colonia oder raufpinkeln, ne? Aber raufpinkeln ist schwer. Raufpinkeln machen wir jetzt nicht. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt ins Gym. Schulter, Arme. Wir sehen uns gleich dort. Ich hab Bock. Let's go. So Leute, wir gehen jetzt ins Gym. Schulter, Arme stehen an. Nach dem Lauf, ich hoffe, das Gym ist nicht so voll. Es ist ein bisschen privateres Gym hier. Wir sind hier im Sportclub Grunewald. Ich kenne da den Besitzer. Schönen Grüße an Daniel. Danke, dass wir hier aufnehmen dürfen. Normalerweise gehe ich hier auch immer ins FitX oder McFit. Aber da ist selber sehr schwer mit Aufnahmen zu machen etc. Deswegen, Gott sei Dank haben wir so eine Möglichkeit hier. Und ja, ich habe Bock. Lass uns reingehen und lass uns den Pump abholen. So, bevor ich anfange, mobilisiere ich gerne mal ein bisschen die Schulter. Ich mache mich auch gleich noch mit dem Gewicht ein bisschen warm. 1, 2 Sätze. Ich mache 3 Schulterübungen. Also eine Drückübung,
eine für die seitliche und einmal für den hinteren Kopf. Zwei Bizepsübungen und zwei Trizepsübungen. Bei den Schultern mache ich 5 Sätze. Bizeps und Trizeps mache ich jeweils 4 Sätze. Immer so in dem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen ungefähr. Falls ihr den Plan 1:1 den Plan haben wollt, könnt ihr gerne es in der Perform All App abchecken. Ich mache 1:1 den Plan, den Arnold Split für Profis. Let's go, gehen wir in die Gewichte. Zweiten Übung, Seitheben am Kabel für die seitliche Schulter. Wir machen hier 5 Sätze. Danach mache ich am Ende noch 2 Sätze zum Auspumpen mit Kurzhanteln, vielleicht das Gewicht. Zeige ich euch aber alles. Wichtig hier, immer auf Hüfthöhe. Ich zeige es euch. Sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look young. Andy Miller knockin'. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson, where I get lost. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time to leave that gun around. In my teens, we whacking up and running around. Now we grow, stick it to it if it's necessary. Am Ende, auch wenn es nur kleine Wiederholungen sind. Stresslevel auf die Seitenschulter aufrechterhalten und bis zum Ende ausquetschen. So, jetzt den hinteren Schulterkopf. Das kriegt ihr, hinteren Schulterkopf niemals vernachlässigen. Dadurch kriegt ihr erst diesen 3D-Effekt. Wichtig hier, Arme nicht komplett durchstrecken, sondern leicht angewinkelt. So, jetzt die Schulter geschafft. Jetzt geht's an Bizeps und Trizeps. Wir gehen direkt auch zu Trizeps. Wir machen Bizeps, Trizeps im Supersatz. 4 Sätze jeweils. Einmal eine Bizepsübung, dann ein Trizeps. Und danach eine neue Bizepsübung, neue Trizepsübung. You versus you. Ihr merkt schon, bei mir wird nicht viel geredet beim Training. Ich mag es nämlich gar nicht zu reden beim Training. Ich bin da immer so sehr ruhig, außer in den Streams, da muss ich reden. Aber so, auch wenn ich mit Trainingspartner bin, so viele Konversationen und sowas, nicht so mein Film. War's das? Ja.
Let's go. So Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich zeige euch kurz noch schnell meine Supplements, die ich zu mir nehme nach dem Training, bevor ich duschen gehe, weil eigentlich stinke ich schon, aber was soll ich machen? Lass mal Wasser hier ein bisschen rein. Nach dem Training nehme ich immer 5 Gramm Kreatin. Mit Code Arda könnt ihr mal maximal sparen bei ESN. Alles mögliche, Vitalstoffe, Eiweiß, Omega-3. Kurkuma mit Schwarzpfefferextrakt und Brokkoli-Extrakt, auch sehr gut für die Entzündungswerte im Körper, für die Gelenke, für die Haut etc. pp. Und D3K2 jeden Tag. Ich habe ja im letzten Full Day of Training schon gesagt gehabt, dass ich nicht zwischen den Trainingseinheiten vollwertige Mahlzeiten essen kann, weil es meinen Magen sehr belastet. Deswegen mache ich mir immer ein Shake mit Cluster Dextrin oder Maltodextrin auf 100 Gramm 400 Kalorien, 0 Fett, 100 Gramm Kohlenhydrate, 0 Eiweiß, 0 Dings. Also es sind wirklich reine Carbs, um die Speicher zu füllen. Und was halt für mich wichtig ist, ich habe halt nicht diese Verdauungsprobleme, sondern die Energie kommt direkt an und meine Speicher sind voll. So, 100 Gramm. Dann nehmen wir noch Kollagen-Peptides mit rein. Für die Gelenke, für die Sehnen, Bänder, Knochen. Kollagen-Peptides sind sogar halal. Also an alle Leute, die immer danach gefragt haben. Im Geschmack Cherry, passt sogar jetzt zum Isoclear. Und dann ist der Shaker eh schon voll. Muss ich gleich hier sauber machen. Es stehen 3,5 Kilometer Freiwasserschwimmen an. Eigentlich ist das Wasser warm genug und die Temperatur auch, ohne Neo zu schwimmen. Fokus ist heute, dass ich auch auf der anderen Seite atme. Also dass ich nicht nur, normalerweise atme ich immer nach rechts. Dass ich jetzt auch im Freiwasser immer wieder den Blick nach oben, um die Boje zu beobachten und halt auch auf der anderen Seite atmen, falls die Boje auf der anderen Seite ist oder die Strömung von der anderen Seite kommt, also von rechts. Ist halt schwer so zu atmen, sonst kriege ich halt unnötig Wasser in den Mund. Dass ich das halt übe und Fokus ist heute auch auf den Armzug. Dass ich mich auf den Armzug konzentriere, um das Wasser vernünftig zu catchen und halt genug Druck aufzubauen, um halt Speed aufzubauen. Ja, das ist der Fokus heute. 3,5 Kilometer, ungefähr so eine Stunde. Und ja, let's go. So Leute, das war's mit dem Training. 3,5 Kilometer in 1 Stunde 4 Minuten. War super, bloß Wasser ist bisschen zu warm für den Neo, sag ich ehrlich. Ohne Neo wäre geiler gewesen, aber wie gesagt, hat er seinen Trainingseffekt.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch wieder neue Einblicke geben, wie so ein Trainingstag bei mir aussieht. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos, schreibt was gerne in die Kommentare für den Algo. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Prost.